Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Siren, 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 Suiren, wie auch immer. Ich habe mir die Hausaufgabe aufgegeben, noch einmal kurz zu überprüfen, was es als nächstes zu tun gibt. Und es gibt hier in diesem Loch eine versteckte Taschenlampe. Eigentlich ist Torch keine Taschenlampe, sondern was anderes, also eine Fackel eigentlich. Aber gut, das sei dem Spiel mal verziehen. Und damit kommen wir hierher. Aber ich möchte vorher speichern, denn wir wissen, in Surin stirbt man ziemlich oft. Gut, hier sind auf dem Boden liegen wieder einige Notizen mit einem violett, hellviolett beschriebenen Stift. So, Yume ist super. Sie ist so aufmunternd und lustig und noch viel wichtiger. Es juckt sie nicht, was mein Geld anbelangt. Sie mag mich einfach für die Person, die ich bin. Wir reden über alles. Und letztens hat sie angefangen mit mir über ihre Kindheit zu reden. Über ihren Kindheitsfreund. Es scheint, als wären sie weiterhin oder immer noch ziemlich, ziemlich nah. Vielleicht bin ich ein bisschen eifersüchtig. Das ist doch verrückt, oder? Nun bin ich schließlich ihre beste Freundin. Ja, das bist du. Letter N. Estravagario. Pablo Neruda. Was? L? Au pair. Hä? Pippi Langstrumpf. Astrid Lindgren. Das kenne ich. Hä? Ah. La Divina Commedia. I, Robert. Hä? Nochmal A. Also das ist das gleiche. Das verstehe ich nicht. AL. 21, was? Ich weiß nicht, ob ich mir da irgendwas. Es ist in das Bild eingraviert, vermutlich die Initialen des Gemäldes und das Datum der Produktion. E. Der. Hä, das. QE. Okay. OH 21. Und SS 12. Moment, ich schreibe mir das mal auf. Ich habe zwar absolut keine Ahnung, was ich damit machen soll, aber es scheint ja irgendeine Bedeutung zu haben. Dann schreibe ich mal hier das erste, zweite, dritte, vierte. Und das vierte ist SS 12. Ja. Dann haben wir hier OH 21. Okay, da die Notizen im Wege. Zack, QE. QE 32. Kommt jetzt hier wieder so ein überheftiges Rätsel. Also ich möchte hier nicht wieder zwei Folgen oder so brauchen, um irgendein Rätsel hinzubekommen. Gut, also wenn ich zu doof dafür bin, dann du bist E. Lekdalia und M. M habe ich nicht, brauche ich nicht. Glaube ich. Also ich gucke hier nochmal beim A. Moment. A ist La Divina Commedia von Dante Alighieri. Iri 1472. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wichtig ist, also absolut nicht. Und I, Robert, aber ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Was haben wir denn hier? B. Brauchen wir nicht. Physiologie du mariage. Oder so. Charakteris. Und so, ja. Was ist denn hier? F. Brauchen wir nicht. Was war hier jetzt nochmal? E. E brauchen wir. E ist die Black Dahlia. Black Dahlia von James, wie auch immer. Elroy. 1987.
Medea. Ich weiß nicht, ob das zweite so wichtig ist. Was ist hier? I. Brauchen wir nicht. Das Wort kann ich nicht mal aussprechen, was da gerade stand. Buchstaben J bis K. Ist das nicht nur J und K? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ist doch nur J und K. Also bitte. So, was haben wir denn hier? N. Brauchen wir nicht. Ja. O. O haben wir. Ist 1984. 1948. F84. Entschuldigung. 84? Nein. Nein, das ist 48. Warte. Moment, ich bin gerade. Das ist peinlich. Das ist sehr peinlich. Das ist richtig peinlich. Das ist 48. Nee. Das ist 84. Es ist 84 oder 48. Mein Gott. Ich fühle mich gerade sehr, sehr dumm. Jetzt steht da. Okay. Das ist auf jeden Fall von George Orwell. Das ist echt. Uiuiui. 1949. Metamorphosi. Bla bla. Oh. T haben wir nicht. Kann das auch nicht aussprechen. Aber da war Tom Sawyer. Haben wir nicht. WXY. Gibt es nicht. Was haben wir hier jetzt? V. Haben wir auch nicht. Dann verstehe ich nicht, was man von mir möchte. Tut es mir sehr leid. Muss ich hier irgendwie überhaupt irgendwas machen? Hier gibt es aber nichts. Was ist, wenn ich jetzt hier rausgehe? Spiel. Lass mich doch nicht so alleine. Das geht nicht. Ist das eigentlich unterschiedlich? H? H ist hier. Das ist unterschiedlich. Das ist beidseitig. Oh mein Gott. Gut, also. H. Haben wir drei Geschichten. Und 10, also drei Geschichten und 10 Gedichte von Ernest Hemingway. Hemingway 1923. Und ich habe ja O und H, ne? Und O ist 21. Nee, das geht nicht. Ich dachte, wir müssen jetzt die Daten voneinander abziehen. Aber dann käme da zu viel raus. Wobei gar nicht wahr. Doch wahr. Bin zu doof. Ja, da muss ich nochmal die anderen Seiten hier angucken. Hier ist C, brauchen wir nicht. Bla bla. Wow, das wird wieder eine Folge, die sich rund um. Ach so, ist das. Ah, das ist das ganze Alphabet. Oh mein Gott. Oder? Also hier ist A, hier ist dann B, ne? Ja, hier ist B. Dann haben wir hier C, D, E, F, G und H. Was ist hier? L. L haben wir noch nicht. Ups. Dann holen wir uns das L. Au pair von Giacomo Leopardi 1818 und Pippi Langstrumpf. Aber das brauchen wir, glaube ich, nicht. Und dann haben wir AL, haben wir fertig. OH haben wir fertig. S brauchen wir noch. Und wir brauchen noch das Q. Also hier ist M, der Tod, Thomas Mann. Hier ist P, brauchen wir aber nicht. P, Q. Q, Shields Lady.
von Amanda Quick. '89. Ich glaube, ich kann das so nicht entziffern. Ich schreibe es nochmal neu. 1989. So. Dann haben wir das QE auch fertig. Warum sind hier denn so viele? Was ist, wenn es gar nicht das erste ist? Dann weine ich, glaube ich. T. Ja. Hier ist U. Moment, das ist STU, ne? Dann ist hier doch S. Ah. Also S ist entweder Frankenstein oder der moderne Prometheus. Modern Prometheus. Mary Shelley. Oder Shelley. 1818. Gut, ich weiß aber trotzdem nicht, was mir das jetzt so mal sagen soll. Steht hier irgendwas davon beschrieben? Bla bla bla. Childhood friend, bla bla. Ich bin ihre beste Freundin. Ich weiß nicht, was wir hier ehrlich gesagt machen sollen. Also. Hä? Moment. Acht Zahlen. Ich habe hier acht Zahlen. Ich probiere es einfach mal so, wie ich es gefunden habe. 21 und 12. Ist wohl falsch. Ach so, vielleicht von den Zeiten, wie das erschienen ist. Vielleicht so. Also wir fangen mal mit A an. Oder nee. Doch, wir fangen mit A an. A ist dann die 2. Dann kommt vielleicht... Ich mach das anders. Ich gehe jetzt einfach direkt nach den Zeiten, nicht nach den Buchstaben. Haben wir irgendwas von 18? Ja, wir haben zweimal 18, 18. Das heißt, wir haben dann entweder L oder SS. Ja, das ist total verwirrend. Wir sehen uns gleich wieder, ich regel das. Und da bin ich wieder. Wir machen das hier mal weg. Ich habe gerade eben noch was gesehen. Hier. Buchstabe keiner. Hier ist einfach nur ein Buch. Das rote Ding hat halt keinen Titel. Lesen wir mal, lass mal sehen. Es war einmal ein Königreich, regiert von einem König mit sechs Söhnen. Der König wurde aus irgendeinem mysteriösen Grund besessen von der Farbe Rot und er hat angefangen, die Leute zu vermeiden. Es war bald nicht mehr möglich, aber nach einer bestimmten Zeit hat er die Prinzen oder den Prinzen zu einer Teeparty eingeladen und gesagt, wenn all meine Söhne an meinem Tisch sitzen, wird ein Schatz erscheinen. Und die sechs Prinzen, total aufgeregt, kamen so schnell zur Party, wie sie nur konnten. Also sie waren immer ziemlich wählerisch und deswegen brauchten sie eine Weile, bis sie den perfekten Platz einnahmen. Der Älteste sagte, ich bin nicht so für Smalltalk. Ich präferiere es, dort zu sitzen, wo ich auch schnell den Tisch verlassen kann, wenn ich mich gelangweilt fühle. Der mittlere Bruder sagte, meine Reinheit würde zerstört, wenn ich neben meinen blutdürstigen Brüdern sitzen würde. Also setze ich mich am weitesten von denen weg. Und der Klügste sagte, ich möchte am nahesten an Vater sitzen, denn so kann ich am meisten Aufmerksamkeit von ihm ergattern. Und der Starke sagte, ich liebe Stärke. Also hasse ich unseren kleinen, jüngeren, schwächeren Bruder.
aber ich mag es, mit dem Ältesten von uns zu sprechen. Der genauso, with the oldest one, oldest of us, but likes one. Mit den Ältesten, der Stärke genauso mag wie ich. Der Nette sagte, ich liebe meine Familie, also möchte ich in der Lage sein, mit allen zu reden. Und zu guter Letzt, der Jüngste sagte, oder seufzte, ich kann nicht gegen meine Eltern und Brüder gegen angehen. Selbst wenn es mir nicht gefällt. Ich nehme den Platz, der übrig bleibt. Nach einer Weile fanden sie die perfekte Kombination. Und der König kam einige Momente später und der Rest ist nicht mehr da. Gut, ich möchte mal ganz kurz speichern. Speichern jetzt mal hier die 1 über. Ich weiß nicht, also wir haben hier ja. Wir haben 8 Buchstaben, das geht nicht auch mit den 6 Söhnen. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine nette Geschichte gelesen. Und wir gucken einfach mal, wie die Kombination gleich ist. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich die Kombination habe. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Ich habe mir den Code besorgt. Ich wüsste nicht, woher ich den sonst wissen könnte. Also wir haben 2, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 1. Frag mich nicht, woher man das wissen soll, aber jetzt haben wir den. So, hat sich hier jetzt irgendwie was verändert? Nö. Gut, und ich denke mal, so 5 Minuten kann ich noch aufnehmen. Ich wüsste jetzt auch nur gerne, was das hier jetzt überhaupt bewirkt hat. Hier ist versperrt. Hier ist nichts. Was hat denn das jetzt gebracht? Ja, es ist unmöglich, das zu öffnen. Speichere ich nochmal. Mal jetzt mal ganz im Ernst, was hat das jetzt gebracht? Hier ist immer noch der Fernseher, der aus ist. Heftiger Regen. Hier ist nichts. Das heißt, ich werde bestimmt wieder 5 Minuten lang suchen. Hier ist ja auch nichts. Hier geht's ja nicht weiter. Wo muss ich hin? Spiel. Hilf mir doch mal. Oh, ich hasse diese Treppe. Ohne Flachs jetzt. Ich kann diese Treppe nicht ab. So, ist jetzt hier irgendwie was passiert? Vielleicht ist ja auch hier jetzt einfach was. Oder es war vielleicht auch gar nicht der Code, ich weiß es nicht. Aber wenn ich hier jetzt was ändere, dann kommt doch kein Ton, oder? Wenn ich jetzt hier aus der 1 eine 2 mache, doch, da kommt ein Ton. Was ist, wenn das der falsche Code war? Und das noch gar nicht. Wir sehen uns gleich wieder. Mal wieder. Und da sind wir noch einmal zurück. Machen ganz kurz was anderes, was ich gerade eben zufällig gesehen habe. Auf das ich aber auch niemals gekommen wäre. Denn hier ist ja etwas komisch mit der Reflexion des Spiegels. Jetzt haben wir die Auswahl, das mit der Taschenlampe kaputt zu machen. Und hier hinter befindet sich... Achso, ich muss es anklicken. Was ist das? Das Piano-Papierstück Nummer 4. Gut, und ich weiß jetzt auch den richtigen Code. Damit sollten wir auf jeden Fall weiterkommen. Endlich mal. Es wird Zeit. Ich weiß jetzt aber wirklich erst recht nicht, wie man darauf kommt. Also wir haben 6... 9, 2, 8, 8, 6, 9, 2. Jetzt haben wir auch ein kleines Stückchen Papier und einen Schlüssel. Zack, Piano-Sheet Nummer 5. Und wohin uns dieser kleine Schlüssel führt, das erfahren wir dann tatsächlich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, wir sehen uns da wieder. Bis dahin. Ciao.